Herzlich willkommen hier bei MT-Cast. Ja, wir sind alle versammelt, ne? Die Sillayolo-Leute aus der Türkei. Die Rassenwanne. Moinsen! Also, den Golf, den kennt jeder. Alle waren da. Wir waren genau da, haben diesen Golf fertig gemacht, zusammen. Andenken, du bist ihn gefahren, du bist ihn gefahren, du bist ihn auch mal gefahren? Nein. Nein. Ja, aber. Dann musst du jetzt aber schnell. Aber jeder kennt, Ding, auf jeden jeder Fall kennt das Auto. Ja. Projekt ist fertig, das Ding ist verlost. Wir freuen uns, den zu übergeben zusammen. An Levin. Aber es ist ja wirklich so ein bisschen aber so. Nicht dieser Levin. Emotionen sind da, muss man jetzt sagen, weil. Ich bin ja froh, dass wir zufälligerweise hier sind und das mitbekommen, live mitbekommen. Ist ja eine Riesenehre. Alle, die sind gleich da. Ich hoffe, denen gefällt's. Aber wenn's. Walla, wenn's denen nicht gefällt, Digga, Walla, dann gebe ich den nicht. Weil wenn diese Karre ihnen nicht gefällt. Ich hoffe, die gleich ab. Walla, nein. Walla, nein. Ich habe eine Frage. Wo ist das Lenkrad? Habe ich abgenommen, aber ich habe dem Video. Ja, habe ich auch gesagt gehabt, ich sage Freunde, weil eintragen hätte man jetzt eintragen können. So. Mit einer Sondererlaubnis. Also ich hätte es auch eintragen können. Aber ich habe auch gesagt, nein. Der geht ohne Lenkrad rein. Habe ich von Anfang an gesagt. Also, Autos fertig, neue TÜV, Zahnriemen musste ich heute neu machen. Wir haben gestern gesehen, Wasserpumpe hat geleckt. Zahnriemen war vor 20.000 Kilometern neu. Ich habe die Simmerringe neu gemacht. Heute, gestern bei der Probefahrt haben wir gemerkt, Wasserpumpe leckt. Ja. Haben wir heute neu Wasserpumpe, Zahnriemen ist neu, ja. Ölwechsel, Filter ist neu. Mehr geht nicht, mehr können wir nicht machen. Wenn der nach Türkei hin und zurückgekommen ist, dann kommt der jetzt auch da. Er schafft das. Wie gesagt, Kurzkennzeichen haben wir für das Auto geholt. Schön 5 gemacht. Tage, auf meinen Nacken natürlich hier, ne? Also auf meinen Namen ist die Kennzeichen. Freunde, keine Ahnung, er kommt. Aber der Mosch hat aufbereitet. Nein. Er hat ihn heute gewaschen. Ich hab die Zuwäsche gefahren. Er hat ihn gewaschen. In der Türkei würden die da mit Dampfschaden. Das geht so nicht. Ja. Ist okay. Ich mach das nochmal sauber. Das ist eine Kaltspur, das kann passieren. Ja. Also, ich nehme euch mit, wie wir die Familie abholen. Der kommt mit Mann und Frau, sind die da. Mal gucken, was für Reaktionen da gibt's. Die Gewinner, die sind gleich am Bahnhof Rotenburg. Wir holen die gleich ab hier mit Edemotion zusammen. Mit dem VIP-Bus-Shuttle natürlich. Sind 20 Minuten da. Mal gucken, ob sie sich freuen oder nicht. Das wird sich jetzt rauskristallisieren. Eddie, was sagst du dazu? 100% Alter, natürlich. Alter, wenn ich da kein Lächeln sehe, Alter, dann das geht nicht, Eddie. Wenn ich da kein Lächeln sehe. Muss eigentlich gleich kommen, ne? Wir warten. Also, wir sind hier Rotenburg Bahnhof und warten auf die beiden Gewinner. Schauen wir mal, ob die gleich mit der Bahn kommen. Aber ich denke, müsste sein. 20, 25 Minuten. Wir sind pünktlich. Wir warten hier auf die. Wir freuen uns auf die. Willkommen, Rotenburg. Ja, danke schön. Du hast es geschafft. Dankeschön für die VIP-Abholung. Ja, hier, wir sind im VIP-Bus. Moin. Zusammen. Herzlich willkommen. Ja. Dankeschön. Ja, ich wollte dich gerne damit abholen. Ja, weißt du, was ich meine? Jetzt im Golf alle vier Mann, wäre schon ein bisschen hart, ne? Auf jeden Fall. Also hier passt das und ich sag mal Platz ohne Ende. Genau. Sehr schön geworden. Wir haben auch viel besser. Wir haben gleich eine Überraschung für dich und dann wird dich freuen. Wir sind in 5 Minuten da. Ich bin schon gespannt. Hey, hä? Hallo. Ja, Levin. Keine Ahnung. Also du siehst ihn das erste Mal live. Hey. Erste Mal. Levin, darf ich mal fragen, wie alt bist du? Was schätzt du? Aber jetzt nichts falsch. 45. Ja. Fast. 49. Ah, bin ein Jahr. Aber Unterschied. Ja. Hast du jüngere Söhne? Ja. Von dem ist nämlich das T-Shirt, ne? Ja, ich hab genau das gleiche. Der hat das auch. Ja. Der hat das auch, ja. Warte. 49-Jähriger, der Lefester Youngtrick. Ja. Ja. Kommt ganz anders. Live sieht er wirklich anders aus, oder nicht? Na, guck ihn dir mal in Ruhe mal an. Vom Lack. Alles eingetragen. Brutale Farbe, oder nicht? Hey. Schwarze Rücken, schwarze Leuchten und der hat mich dann. Ja, er sieht wirklich, oder? Ja? Er sieht wirklich. Achik, tabi. Hey. Na? Ja. Das hast du gesagt, das hast du abgemacht wegen TÜV. Ja, genau. Aber er sieht wirklich, die Sitze sind ja vom Devicer, ne? Sind ja auch originale. Täglich hast du die gemacht, genau. Ja, ich habe die hier von so einem Abonnenten abgekauft. Genau. Ne? Die sind auch sehr wertvoll, ja, die Dinger. Originale, genau, ne? Sind die Edition One-Sitze. Zustand ist auch okay. Er hat Zufallsgenerator hier gemacht, ne? Genau, er hat dich ausgesucht. Also der Lukas hat dich ausgewählt, genau. Muss ich sagen, oder nicht? Was hast du denn bestellt gehabt? Ich hatte bestellt gehabt Duftbäume und Sprüh, ne? Diese
dieses... Junge, und du hast einen Golf dafür bekommen. Wie viel hast du bezahlt? 41,30 €. Vielleicht Versandkosten. Vielleicht zählt das. Vielleicht kaufe ich noch ein bisschen. Aber ich glaube, du kannst auch ein bisschen runterhandeln noch. Ja. Ich habe ja mit ihm telefoniert, als er gewonnen hat. Da hat er gesagt, Mehmet, ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, seine Frau soll zu ihm gesagt haben, ich habe das im Gefühl, ich gewinne dieses Auto. Ich sage, wie, was für ein Gefühl denn? Er hat so ein gutes Gefühl, sagt er, in mir drin gehabt. Dann kam diese Benachrichtigung, dass ihr gleich live seid. Ja. Und dann war ich am Fahren, hab ich gesagt, nee, ich krieg das nicht auf die Reihe, alles zusammen zu gucken. Fahren und gucken, ja. So sag ich, ich guck das zu Hause und dann zu Hause, Glückwunsch, Levent. Sag ich, nee, vielleicht gibt's noch ein Levent. Sag ich, aber ist ein Zufall, dass Frechen noch ein Levent gibt, die auch folgt. Ja. Und dann haben sie geschrieben, 50226 Frechen. Da hab ich gesagt, okay, das, da war, das, war, das kann nicht einer sein. Sag, verbinde dich einmal mit Anlage. Auf jeden Fall. Top. Schön. Ja. Stopp, halt los, ich nur mein Handy, warte, ich bin verbunden. Warte, wir machen einmal die Anlage, Mann. Ja, damit ich auch mal ein bisschen Musik hören kann. Ja, da war ich so lang. Was aus der Dose, meine Kippe elektronisch. Mädels süß wie Honig, meine Faken, die ist ja komisch. Der Auspuff packt, der Auspuff bangt. Der Bass, der Bass, der auf dem Subwoofer bringt. Schön, ja, freut mich, dass er sich freut, oder? Ja. Gib mir 6,5, nimm die Füße in die Hände, ja, wir gehen heute steil. Hab ich am lieber Fluss, diese Fete ist so geil. Ob ich ihn auf den Krieg, ich auf den Das ist so ein Auto, weißt du, wo nicht überall rumfährt. Nee, siehst du kaum. Unikat. Ja, auf jeden Fall. Top. Und das hat alles geklappt hat, ne? Mit Nummernschilder, Anmeldung. Du hast auch vieles gemacht noch heute. Ich habe heute Wasserpumpe, Zahnriemen, Ölwechsel. Dann habe ich den Dings Öldruckschalter abgelegt, haben wir den nochmal gemacht. Genau. Gestern merken wir so, Wasserpumpe. Ja, auf einmal. Mit dem TÜV gefahren, zurückkommen. Ich guck, oh, Kacke. Ja, davor hat er nicht geleckt auf dem Hof. Aber okay. Du weißt, wenn Autos stehen. Ja, ist so. Weißt, dann gehen sie kaputt. Und der stand wieder Monat, ja, der stand so. Einfach an der Ecke. Ganz und dann haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir was machen. Und genau dann, oh, ja. Kacke. Und der Zahnriemen war 20.000 Kilometer alt. Du hattest dich schon gewechselt. Ne? Davor, beim Käufer hat er, glaube ich, gemacht. Genau, und du hast ihn dann nochmal erneuert jetzt. Jetzt habe ich gesagt, komm, Wasserpumpe, dann ist noch der Riemen und der Spanner. Ja, habe ich gesagt, komm, dann nimm da auch noch mit rein. Ne? Ist ja, du hast ja die Werkstatt, du kannst das ja auch machen. Ne? Deswegen, ich würde sagen, also. Wir essen jetzt was erstmal. Wir haben Hunger, ja. Komm. Live sieht der Taubenmarkt. Hast du Hunger mitgebracht? Bitte? Hast du Hunger mitgebracht? Natürlich. Ich hab Hunger mitgebracht, auch was Leckeres. Komm, hat aber keine, komm. Ja, guten Morgen, Levent. Erstmal gut geschlafen. Morgen, ja, super. Alles ja, gut. Wir fahren jetzt einmal in die Werkstatt. Genau. Und dann genau. Schauen wir mal, du willst das auch mal gerne sehen. Ganz oder? Genau. Warte, komm, wir starten mal erstmal, mach mal was. Genau, genau. So, Position, Füße einstellen, Jackson. Braucht man den Kaltstart? Genau. Ja, Kaltstart braucht man, glaube ich, nicht. Stellen wir den erstmal ein, alles, dass man jetzt hier drin bist. Ja? Jawohl. Muss da Position finden. Ja. Ja. Aber es ist geräumig, oder? Hättest du nicht gedacht, oder? Auf jeden Fall. Jetzt muss, genau. Ja, Platz ist da genug drin. Du musst den Sitz hin und her wackeln ein bisschen. Genau. Nee, alles gut. So. Los geht's. So, der erste Start ist geglückt. Jetzt nicht. Oder auch noch nicht. Automatik gewohnt. Achso, du bist Automatik gewohnt. Ja. Ah, du bist Automatik. Genau. Hey. Ich glaube, den Sitz musstest du. Passt das so? Ja. Du hast den Gang noch drin. Jetzt ist der. So, jetzt geht's. Hast du das Automatikfahrer? Ja, alles Automatik gut, das lernt sich schon. So, wir machen Tor auf, du, und dann wollen wir auch mal langsam. Ja, geh doch auch mal rein. Dann fahren wir fährt hinter mir her. Ja, machen wir. So, Moment muss sowieso raus. Hoffentlich steht da keiner hinter. Moment kommt jetzt mit. Wir fahren in die Werkstatt. Ja, ich habe die Papiere noch alle da. Da muss er natürlich unterschreiben, dass er das Auto kriegt. So, Freunde, erstmal rein in die gute Stube hier. Ja, erste Fahrt von Levent und seiner Frau. Ja, alle wirklich nette Leute, muss ich jetzt sagen. Freue ich mich, dass sie auch den gewonnen haben. Die haben sich auch mega gefreut, mega über das Auto. Und ich denke mal, über dieses Auto kann man sich auch nur freuen, Freunde. Alter, wirklich, es ist ein mega Golf. Ich bin wirklich innerlich ein bisschen traurig, dass der jetzt hier weggeht. Aber so ist das nun mal, ne? Wenn man was macht, muss man auch einhalten. Daher, dann sehen wir uns gleich in der Werkstatt.
Ja, für mich ist es wirklich so ein bisschen emotionaler Moment, weil ja, der Golf war wirklich so ein mega Projekt von mir. Es war so gut und danke nochmal für das ganze Feedback. Und das ist auch so eine Schrottkiste, so ein brutaler Golf geworden ist. Wir waren auf der Messe, alle haben dieses Auto gefeiert und das Auto, wirklich ein Augenweite. Und ich habe auch gesagt gehabt, vorm Abgehen, jetzt habe ich hier wirklich TÜV neu gemacht an dem Auto, Zahnriemen habe ich direkt neu gemacht, Ölwechsel hat er bekommen, Öldruckschalter war kaputt, Zimmerringe haben wir gesehen, dann letzten Tag Wasserpumpe hat geleckt, habe ich ihn auch gemacht, damit er auch mal da heil ankommt. Also ich habe gegeben, was ich kann und ich sehe das Auto hinter mir, ehrlich, es ist, ja, man, ich könnte fast weinen, würde ich mal sagen, so. Ja, was wollen wir machen? Ne? Ich könnte fast weinen, Freunde. Egal, so ist das nun mal. Ne? Bisschen geputzt hast du? Genau. Bluetooth hast du dich verbunden? Bluetooth habe ich mich verbunden. Nachbarschaft hat es gehört. Ja, Nachbarschaft hat es gehört. Ja. Fall, ja, der wird dich auch bringen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, der hat 10.000 Kilometer gefahren. Ja, das ist wohl ein Klacks hier. Die werde auch locker schaffen. Ja. Keine Klima, aber braucht man auch nicht. Fenster, Dach auf Kipp. Dach auf Kippe und dann hast du Klima. Ja, ja, ja. Hä? So, dann haben wir das auch hier. Wir machen jetzt die Papiere drin. Komm. Ja, so, liebe Freunde, die Levent tankt nochmal das Auto. 33 Liter sind reingegangen. Ja, ja. Jetzt fahren wir einmal nochmal nach Hause. Dann müssen wir mal Abschied von unserem schönen Golf nehmen. Ja, Trauer ist da. Ein weinendes Auge ist da. Ja, viele denken, was für ein weinendes Auge, aber... so ist das nun mal. Jetzt müssen wir ein bisschen weinen. Ne, viel erlebt mit dem Auto, ihr wisst es, ich bin so lange damit gefahren, so viel gemacht, getan. Ne, ich kann die Kamera nicht wegnehmen, leider. Ne? Ich kann die Kamera nicht leider wegnehmen. Ach, wirklich traurig. Getankt, wir fahren nochmal ein Auto, Papiere habe ich übergeben von dem Auto. Ja, dass es so ankommt, ist, ja, der stand an der Ecke, dann warst du, den habe ich so noch nicht gesehen. So, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Tamam. Wir nehmen dich, aber du fährst. So, Freunde, wir verkolgen den Levent. Na, ich wollte, dass du den auch von außen siehst. Guck mal, wenn er fährt, er ist so beeindruckend. Ne? Ja, letzte Verfolgung von dem Golf. Aber komm, sieht schick aus, ne, wenn man so hinterher fährt. Ja. Und dieser Nazar Boncuk, das gibt ihm nochmal so, so den türkischen Touch. Ja, einen. Einen, ne, mit Tam, den türkischen Touch hat er nochmal bekommen. Passt. So. Schick, 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 schick. Genau, Sendecheck. Ohne, ja? Hart rack aus. Ja, jetzt kommt er, jetzt schafft er das. Ja? Ja. Komm einfach nach hinten zum Tor. Ach, Friends. Ich lächel, innerlich weinig. Innerlich weinig. Ja, ist doch gut, schön. Super. Wir geben nochmal letzte Instruktionen hier. Einmal die Ambienten-App brauchen wir ja natürlich, ne, Freunde? Damit der Levent auch mal die Ambiente, weil ihr wisst es, die ist sehr hell und abends wird es ja auch ein bisschen dunkel. Levent kriegt noch mein Testbich. Testbich lasse ich dir auch drin. Das passt zum Auto, weißt du, dieses Testbich. Du kriegst einen Anruf. Klingelt. Du hast einen Anruf. Ja. Levent, wir haben einen schönen Tag verbracht. Auf jeden Fall. War wirklich schön. Vielen Dank für deinen Besuch. Super, schönen Abend und ihr wart alle zusammen. Ich habe euch alle getroffen. Ehrliche Meinung, ganz ehrliche Meinung. Ist es so, was du dir vorgestellt hast? Definitiv, hat sogar übertroffen. Ne? Wirklich, ich kenne die Dinge, also das Auto nur von Videos. Ne? Und jetzt live auf jeden Fall kommt der 1000-mal besser rüber. Sei es die Lackierung, alles andere auch. Wirklich. Ne? Anlage,
Sehr zufrieden, super. Ich freue mich, dass du ihn gewonnen hast. Du hast natürlich Glück, von knapp 400 Leuten hast ihn gewonnen. Genau. Du bist Glückspilz, würde ich mir jetzt sagen. Ja, ich hab, es tut mir leid, ich habe wirklich Gänsehaut. Hier, guck mal hier. Walla, guck mal hier, live Gänsehaut. Walla, ich habe auch Gänsehaut, Tui, weil... Ja, er hat aber mehr. Ja, für mich ist so wirklich... Das war ja klar, dass wir ihn weggeben. Wir können jetzt nicht alles behalten, das war uns klar. Ja. Genau, und ich freue mich, dass ich habe das in deinen Augen gesehen, wo ich dich gestern... Bist hier auf dem Parkplatz gefahren, hast das Auto gesehen, du hast sofort gesehen, Tamam, er sieht so schick. Also auf jeden Fall, der war richtig am Glänzen, ne? Und wenn man das live sieht, ist halt... Ich sehe das. Freunde, das also ich muss mal eins sagen, wir haben ja schon viele Autos in der Türkei gemacht. Genau. Aber das ist so wirklich ein Herzensprojekt gewesen. Auf jeden Fall. Das wurde zum Herzensprojekt, oder? Ja, vom hässigen Vogel zum Schwan. Ja. Also 100-Euro Auto hast du jetzt praktisch zu einem Geschoss gemacht, ne, wo jetzt sich jeder umdreht auf jeden Fall. Und das wird bei uns in Köln auch nicht anders sein. Ja, ich freue mich richtig. Also ihr seht das, er hat sich gefreut. Nein, wir haben uns vorher nicht gekannt. Ich bin glücklich. Genau, also ich hätte auch für mich andere gefreut. Aber Lement hat es gewonnen, er hat es mit Bileing Gijilen. Ja, hast du auch wirklich gesagt. Es ist Schicksal, es ist wirklich Schicksal. Und Lement hat gesagt zu seiner Frau an dem Tag, ich habe ein gutes Gefühl heute bei der Verlosung. Ganz genau. Hat er zu seiner Frau gesagt, ich habe so ein gutes Gefühl. Ja. Und dann sagte er, liest das, Lement, alter Lement, gibt es da viele. Ja. Dann guckt er seinen Ort. Ort und dann stand 50226. Er sagt, wen gibt es noch in diesem Dorf als Lement? Wer folgt ihm noch? Sag ich, nee, das sind nicht so viele. Ne? Und danach war mir halt klar, nachdem wir dann telefoniert also haben. Also als... Leon hatte den Namen ja vorgelesen, ja, habe ich erst gedacht, ach komm, der veräppelt uns mit Levin. Der hat das ja vorgelesen und da war es, der will nicht so und deswegen auch hat das geklappt. Wir sind, ich bin 50, du bist 49, 50. Genau, ich bin nächstes Jahr 50. Das ist unser Zeitalter, ganz 90er Jahre, Golf 3, E30, du hast ja auch so eine Liebe zu E30. E30 auf jeden Fall, ne? Fanatisch. In Golf E30, 3 war jetzt nicht meine Liebe, muss ich jetzt sagen, aber es ist so eine Liebe geworden. Es ist geworden, ja. Also wenn du jetzt so siehst, wie der hier steht. Es ist wirklich eine Liebe geworden und ich freue mich richtig. Ich hoffe, du kommst da gut an. Ja, danke dir für alles, Mehmet. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall, wenn wir in Köln sind, da gehen wir bei ihm erstmal mal rumhocken und da fahren wir eine Runde Golf oder sowas. Auf jeden Fall Pflicht, ne? Freunde, vielen Dank, dass ihr uns bei dieser Serie begleitet habt. Dieses schöne Auto kriegt der Levent und ich freue mich einfach für ihn, ne? Aber den Like nicht vergessen. Levent, gute Fahrt, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Abschied nehmen, ja, ach ja, Wallah. Ist wirklich krass, unglaublich. Unglaubliches Gefühl. Wer ist das? Ja, da geht der Golf. Ciao. Ciao, Kakao. Ja, ich versuche nicht zu weinen. Hä? Ich versuche nicht zu weinen. Tschüss.